Sind Sie immer noch auf der Suche nach dem regelmäßigen Einkommen an der Börse? Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt noch bis zum 31.12. zusätzlich 10% sparen. Alle Informationen zum Börsendienst. Jetzt auf das i klicken. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns einmal mit Aktienoptionen. In der letzten Zeit hatten wir hier einige Videos veröffentlicht zum Thema Future-Optionen und unter anderem auch die Grundregeln erzählt, die man bei Future-Optionen anwendet. Und viele haben dann gefragt, Mensch, wie schaut denn das aus? Kannst du nochmal diese Grundregeln bei den Aktienoptionen erklären? Und genau das werden wir jetzt tun. Und zwar, ihr wisst, es gibt da hauptsächlich zwei Regeln, nämlich im Gewinnfall und im Verlustfall. Und wir fangen mit dem Schönen an, nämlich wann nehmen wir die Gewinne mit? Bei Aktienoptionen nutzen wir grundsätzlich zwei verschiedene Regeln. Das eine ist die sogenannte 50%-Regel, die werden wir heute ein bisschen näher besprechen, nämlich bei der wir die Gewinne mitnehmen. Und das andere ist dann, das könnt ihr euch schon denken, die Regel, wann müssen wir unsere Verluste akzeptieren bzw. rollen. Das ist dann die 200%-Regel, die machen wir im nächsten Video. So, kommen wir zur 50%-Regel. Gehen wir von folgender Grundannahme aus. Wir verkaufen Aktienoptionen zur Gewinnerzielung. Das heißt also, wir wollen ja keine Cash-Secured Puts machen, wir wollen auch kein Covered Call Writing machen, sondern wir verkaufen einfach nackte Puts, von mir aus auch Spreads. Also wer ich sage, ich möchte keine nackten Puts verkaufen, der verkauft zum Beispiel Bull-Put-Spreads. Und wir machen das in einem Umfeld höherer Volatilität. Soll heißen, die Aktie sollte mindestens eine IVR von 40 aufweisen und die Restlaufzeit sollte roundabout 45 Tage sein. Das heißt, wenn es jetzt mal ein paar Tage mehr oder weniger sind, ist das auch nicht schlimm. Aber es ist natürlich jetzt was anderes, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, wir hätten irgendwelche Leaps-Optionen, die ein Jahr laufen. Ne? Also deswegen ganz normal Short-Put-System, wie wir es auch hier bei uns handeln. Wann nehmen wir da jetzt die Gewinne mit? Ihr könnt es euch schon denken, bei 50%. Das heißt also, wenn ihr eine Option verkauft habt und ihr habt eine Prämie eingenommen, zum Beispiel eben 70 oder 80 Dollar, wenn sich dann nach dem Verkauf der Option der Preis halbiert hat, dann nehmt ihr die Gewinne mit. Das heißt, ihr legt eine Rückkauforder in den Markt, eine Limit-Order und nehmt die Gewinne mit. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an einem konkreten Beispiel an, was wir zuletzt gehandelt haben. Ich würde euch gern ein aktuelles Beispiel aus der TWS zeigen, aber momentan sind die Volatilitäten ja schon wieder so weit heruntergegangen, dass es kaum Trades in diesem Bereich gibt. Das heißt, wir müssen momentan ein paar andere Dinge machen. Allerdings, das ist ein Trade, den wir vor kurzem erst gemacht haben, haben wir bei uns im Coaching gemacht, auf der Optionshandelswoche, also es war auch live. Und ich zeige es euch auch anhand von Kontoauszügen. So. Und zwar, es geht um die Aktie von American Airlines. American Airlines, ihr seht hier den Chart eingeblendet. Und da seht ihr, wie diese Aktie also recht gut gelaufen ist. Dann kam die etwas höhere Volatilität vor den Präsidentschaftswahlen. Die Aktie ist stark geblieben. Und wir haben dann in dieser Aktie am 26. Oktober, haben wir dann einen Put verkauft. Das war noch vor der Wahl, aber auch da war ja die Vola schon so ein bisschen hochgegangen. In der Aktie war eine IVR von über 40. Und wir haben also am 26.10. einen Put verkauft. Und zwar, ich muss jetzt selber mal auf meinen Zettel hier schauen, für 0,58, also 58 Dollar pro Option. So. Jetzt können wir hier einfach mal ein bisschen rechnen und dann sagen, okay, von 58, die Hälfte, wie viel ist das? 25, 29, das heißt, unser Rückkauflimit wäre bei 29 gewesen. Ganz konkret haben wir die Aktie dann am 7.11. zurückgekauft und zwar bei 27, also ein bisschen weniger als 50% oder beziehungsweise ein bisschen mehr als 50% so rum. Wir haben also etwas mehr Gewinn gemacht. Warum? Ich mache das ganz gern bei Aktienoptionen, weil sich ja da ja doch die Gebühren etwas mehr auswirken als beispielsweise eine Future-Option, die du für ein paar hundert Dollar verkaufst. Gehe ich immer ein bisschen runter. Also jetzt in dem Fall 50%-Regel wäre gewesen 29, wir haben gesagt 27 sind 2 Dollar mehr, bedeutet 2 Dollar weniger, die wir an Gebühren weggeben, beziehungsweise die wir so ein bisschen herauskompensieren. Das war also dann insgesamt ein Gewinn von 31 Dollar und zwar in 9 Handelstagen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, warum vielleicht der eine oder andere fragen wird, warum macht ihr denn das überhaupt? Warum nehmt ihr denn die Gewinne mit? Man könnte das Ganze doch auch auslaufen lassen.
Bevor ich euch das erkläre, hier noch ganz kurz die Einblendung, damit ihr das auch seht. Das ist der Ausdruck aus der TWS, also aus dem Handel, also aus dem Kontoauszug. Da seht ihr hier, der Trade ist so, wie von mir gesagt, auch gemacht worden. Und warum nimmt man diese Gewinne mit? Und da ist diese Aktie an sich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil die Optionen hatten eine Restlaufzeit bis zum 16. Dezember. Das heißt also, die würden jetzt immer noch laufen. Insgesamt war die Restlaufzeit, also ich glaube 36 Tage, ein bisschen weniger als die 45, nichtsdestotrotz 36 Tage. Und wir waren 9 Tage im Trade. Und jetzt müsst ihr euch einfach überlegen, macht es denn Sinn, wenn man so viele Tage Restlaufzeit hat, dass man dann wirklich noch so lange im Trade bleibt, wenn man eigentlich schon rausgehen kann? Also ganz konkret, ich habe heute extra mal nachgeschaut, die Option steht jetzt immer noch bei 7 Dollar. Das heißt, wir hätten noch ein bisschen mehr verdienen können, ne? Allerdings wären wir dann immer noch drin und ihr könnt das auf dem Chart, wir blenden den hier nochmal ein. Da könnt ihr das schön sehen. Also ganz rechts diese vertikale Linie, das ist also der Verfallstag und ihr seht, es würde immer noch ein bisschen dauern, bis es hier zu diesem Verfallstag läuft und das macht natürlich keinen Sinn, so lange im Trade zu bleiben, weil in der Zwischenzeit könntet ihr natürlich schon wieder neue Trades machen und mit den neuen Trades könnt ihr wesentlich mehr Geld in dieser Zeit verdienen, als wenn ihr einfach nur die alte auslaufen lässt. Und ihr dürft nicht vergessen, je länger ihr im Trade seid, umso mehr Risiko habt ihr auch, weil die Aktie könnt ihr auch wieder drehen, es könnte irgendwie etwas passieren. Das ist zwar bei einem neuen Trade genauso, aber dafür werdet ihr auch mit einer höheren Prämie belohnt. Das ist also so ein bisschen eine andere Philosophie als jetzt im normalen Trading, wo es ja immer heißt, Gewinne laufen lassen. Das macht bei uns überhaupt keinen Sinn, weil ja der Gewinn von vornherein beschnitten ist. Ihr wisst, mehr als die eingenommene Prämie könnt ihr nicht verdienen. Und man hat aus Statistiken herausgefunden, wenn ihr zum Beispiel schaut auf die Seiten der CBOE, werdet ihr das finden, oder bei Tastytrade, da werdet ihr finden, dass man herausgefunden hat, dass wenn man bei 50% Rest oder beziehungsweise Restwert, ne, als Option ist zur Hälfte verfallen und dann nimmt man sie raus, hat man das beste Verhältnis in Bezug auf Gewinn pro Tag, den man investiert ist. Also man hat einfach Test reingemacht, gesagt, wir machen mal 1000 Trades und jetzt schauen wir mal, was kommt denn raus, wenn wir bei 50% die Gewinne mitnehmen, wenn wir überhaupt keine Gewinne mitnehmen, das heißt, wenn wir es bis zum Ende laufen lassen. Und da wäre natürlich der höchste Gewinn, wäre gewesen, wenn man es bis zum Schluss durchlaufen lässt. Aber was man dabei nicht berücksichtigt, ist natürlich, wenn ich wie in dem Fall hier nach 9 Tagen raus bin und meine Margin frei habe, kann ich wieder den nächsten Trade machen. Und wenn man das dann mal rechnen würde, dann käme man ganz klar darauf, dass der Gewinn am höchsten ist, wenn man sich um seine Gewinner kümmert und die Gewinner bei ungefähr 50%, das ist jetzt auch kein Dogma, wenn es 45% macht oder 60%, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber so ungefähr bei der Hälfte, wenn ihr da eure Gewinne mitnehmt, dann werdet ihr eben den höchsten Gewinn pro investierten Tag bei Aktienoptionen erzielen. Das war jetzt der schöne Fall. Das heißt also, wenn es für uns läuft, jetzt müssen wir uns auch mal drum kümmern, was ist denn, wenn es nicht so läuft? Also das heißt, wenn die Aktien gegen uns laufen und unsere Optionen teurer werden. Und da kommt dann eben die 200% Regel ins Spiel und wie die funktioniert und was wir da machen, das gibt es in einem der nächsten Videos. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, wir hören und sehen uns. Servus, macht's gut. Bye, bye.